Isolation und Estrich auf der Bodenplatte. Da sieht man ganz gut, wie auf der abgeflammten Bodenplatte die Zu- und Ableitungen isoliert verlegt sind. Dann kommt auf die abgeflammte Bodenplatte eine Isolierung. Im Bereich der Leitungen wird das speziell mit Styroporkügelchen ausgedämmt, wird vollflächig im gesamten Gebäude verlegt, dann kommt da drauf eine Folie und dann wird der Betonestrich eingebracht.